Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Deus Ex. Wir sind im Hauptquartier von Morgan Everett. Wir wollen mal gucken, ob wir hier irgendwie was finden können. Er soll unten sein, hieß es. Den Schlüssel werden wir nicht haben. Das ist ein Auge, das sollte uns aber eigentlich nichts tun, oder? Okay, Icarus will uns gegen die Illuminaten auflehnen. Ich trau niemandem. Okay. Ja, wir werden gleich mal gucken. Wenn ich kein Heilbot finden sollte, werden wir uns da bedienen. Da geht's wahrscheinlich zu Everett. Können wir das kaputt machen? Wir können. Bringt uns aber nicht sonderlich viel. Oh. Aha, hier ist ein Schlüssel. Mirror Lock Mechanism Key. Okay, gute Sache. Wird Profi benötigt. Wo zur Hölle sind wir hier? Beth, du kannst Morpheus jederzeit besuchen, während ich weg bin. Der Code lautet 8001. Ich bin sicher, ihr werdet euch glänzend unterhalten, auch und kümmere dich nicht um Lucius. Er beschwert sich bei der kleinsten Provokation Everett. Das wird ja immer verrückter hier. Meine Güte, können wir uns hier reinhacken? Nein, können wir nicht, außer wir wollen den Virus verwenden. Ich will den Virus. Wir haben nur einen. Ich glaube, wir haben nur einen Virus. Wir lassen es mal gut sein für den Moment. Wir können hier jederzeit wiederkommen. Tja, dann gibt's wohl nur eine Möglichkeit weiter zu gehen, und das ist zu Everett zu gehen. Da kommen wir nicht raus. Okay. Nun gut, dann gehen wir zu Everett. Also ich gehe mal davon aus, dass es hier runter zu Everett geht. Und ich hoffe, dass er ein Medbot hat. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Du hast so ein Bot. Das ist schon mal gut. Aber nicht den, den ich gerne hätte. Ich muss auch das Implantat noch einbauen. Es muss doch noch einen anderen Bot geben. Sind das Aquarien, glaube ich? Hier vielleicht? Moment mal, kennen wir dich? Ich will noch nicht mit ihm reden. Ich will erst mal gucken, ob ich irgendwo... Ja, da ist unser Bot. Yay. Hi. Ah, ich war nie froh gewesen, dich zu sehen. Fantastisch. Wir werden aber nochmal was machen müssen. Verfügbare Implantate. Das ist aber für das Kopfsystem, das ADS. Das können wir nicht installieren, weil wir im Schädel bereits was haben. So, was ist das hier? Datenkubus. Tobi, ich fürchte, ich werde lange im Labor bleiben, um diese höchst interessante neue Entwicklung zu beobachten. Wenn du ein Sicherheitssystem musst, der Code für diese Woche ist Pynchon.
Wir sollten angesichts der jüngsten Ereignisse sehr vorsichtig sein. Ich kann mir vorstellen, dass Bobby sich bereits Sorgen macht. Ich möchte nicht, dass er wieder überreagiert. Wenn Lucius sich weiterhin beschwert, kannst du mit dem Passwort des Zentralcomputers auf seine Lebenserhaltungssystem zugreifen. Bitte erhöhe seine Körpertemperatur um maximal 1 Grad. Ich möchte nicht, dass er auftaut. Everett. Okay. Bobby, was wäre dann das Log? Ist das das Passwort? Ich bräuchte mir einen Code. Bist du schon wieder so weit? Bist schon wieder so weit. Okay, gut. Wir müssen aber nochmal. Gute Sache, wer bist du? Jacobson. Okay, Tong misstraut den Illuminaten. Also ich meine, wenn sich eine Gruppe die Illuminaten nennt, dann muss man eigentlich schon mal aus Prinzip misstrauisch sein, meiner Meinung nach. Schöne Pflanzen. Den Code haben wir nicht. Na komm, Bottchen. Mach mich noch ganz voll. Dankeschön. So, dann hat sich das ja gelohnt, dass wir ein bisschen greedier waren. Wir konnten jetzt hier uns wieder gratis hochheilen, was natürlich fantastisch ist. Oh. Wobei, das ist nur Munition. Eine Kottafel. Es scheint auch nur Munition zu sein. Oh. Oh. Oh, das Everett. Okay, also wird hier einiges gelogen. Das ist eine Waffe. Wir könnten ein Upgrade-Modul. Ich denke, das hier schnappen wir uns auf jeden Fall. Das Implantatmodul nehmen wir auch mit. Schrotpatronen können wir nicht mehr. Ich denke, wir gehen nochmal bei unserem Freund dem Medbot vorbei. Ich glaube, den Rest lassen wir,
Momentan in Ruhe. Wie sieht's munitionstechnisch aus? 5 Magazine, 7 Magazine, 11 Magazine. Das ist okay. Ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Generell. Ein bisschen mehr Medkits fehlen. Ja, fehlen kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber würden nicht schaden. So, was hätten wir denn? Tarnfeld aktiv für den Subkutan. Subkutane Pigmentzellen ermöglichen dem Agenten die perfekte optische Anpassung an seine Umgebung. Auf diese Weise ist er in der Lage, sich der Beobachtung durch organische Feinde zu entziehen. Normaler Energiebedarf 340 Einheiten pro Minute. Was brauchst du? 90. Das ist viel zu viel. Und das jetzt abzugraden, das können wir nicht. Radartransparenz. Eine spezielle Legierung auf den Epithelien-Protein absorbenden Radarstrahlen. Mikroproteine in Einheiten stören die visuelle Signatur des Agenten und schützen effektiv vor der Erkennung durch automatische Systeme wie Kameraspots, Geschütztürme oder Laserschranken. Normaler Energiebedarf 340 Einheiten. Ist aber wahrscheinlich deutlich sinnvoller, weil wir das dann einfach nur kurz anschalten müssen. Das ist meine Überlegung. So, was bringt uns Stufe 3 hier? Deutliche Abschwächung der Schäden durch Energieangriffe. Das Problem ist. War das nicht. War das das hier, das Energy Rate? Ja. Ich denke, das sollten wir nicht weiter aufrüsten, denn das verbraucht noch mehr Energie. Die Frage ist, ob wir weniger Energie dafür haben wollen oder die Drohne noch auf Stufe 4. Bewegt sich schnell und hat einen starken EMP-Angriff. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Ich denke, wir behalten unser Modul erstmal noch. Was wir wegschmeißen können, ist das hier. Denn das ist doppelt gemoppelt. Was haben wir einen Code dafür? Wir gucken nochmal. Oh, hier ist noch eine bioelektrische Zelle. Die nehmen wir natürlich auch mit. Ich will nochmal bei dem anderen Kollegen vorbeischauen. Massenweise Kisten. Ist hier oben was? Wir können mal gucken. Schadet nicht. Ach, das Everest-Raum. Okay. Da waren wir ja schon. Da gibt es keinen Grund, da noch weiter reinzugehen. Da brauchen wir auch nichts. So, das war hier. Mal sehen. Wie war das Login? Pünchon, der Code für diese Woche lautet ist Pünchon. Ich denke, wir sagen ihm die Wahrheit. Können wir. Everett Enterprises. Was ist, wenn wir. Wie hieß das Passwort? Pynchon. Ich versuche jetzt einfach mit M. Everett. Pynchon. Vielleicht klappt es ja. Hat funktioniert. Befreien wir den armen Typen. Bisschen Verwirrung stiften. Okay.
Okay. Ist ein bisschen angepisst, aber ich denke, das ist okay. Er braucht uns ja noch. Wir müssen schließlich die Drecksarbeit für ihn machen. Helikopter hier? Scheint so. Okay. Was ist das Primärziel? Treffen Sie Jock am Helipad. Okay. Und dann fliegen wir zu irgendeiner Air Force Base. Gut. Go. Doc ist immer wieder sehr zuverlässig und hilfreich. Ein guter Freund. Rettet uns immer wieder, wenn wir in Not sind. Okay, du bist auch wieder sehr hilfreich. Schön, dass du direkt auf uns zugekommen bist. Wo zur Hölle sind wir hier? Speichern wir mal das Spiel. Vandenberg. Zerstören Sie die beiden Militärbots und die beiden Sicherheitsbots von MJ12. Der Stützpunkt bleibt bis zur Zerstörung der Bots abgeriegelt. Aktivieren Sie die Notstromversorgung der Bots Sicherheitssysteme. Der X51 Wissenschaftler. Okay. Wo sind wir? Keine Ahnung. Erstmal umsehen. Leuchtfackeln. Eine Tür. Was haben wir sonst noch hier? Also sie scheinen auf einer Art Dach gelandet zu sein und das scheint der einzige Zugang zu sein. Okay, das laden wir. Ich will das Ding haben. Das war, glaube ich, eine EMP-Granate, oder? Da ist es. Dammit. Das ist echt schwierig wegen der Treppe. Aber kriegen wir hin, irgendwie. Ich komme nicht nah genug ran. Habe ich das Gefühl. Ich muss höher zielen. Oh, das hätte fast geklappt. Dang it. Fast. Zu weit weg. Man muss auch nah genug ran. Das ist ein bisschen das Problem. Ah. Und man muss mit dem Mauscursor wirklich genau drauf sein. Ja, ich hatte sie fast. Wisst ihr was? Wir machen an dieser Stelle erstmal einen Break, würde ich sagen. Ich werde das offscreen machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode dann hier wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.